Hallo und herzlich willkommen zurück in New York, Big Apple. Unser Name ist Jack Maria Del Niro und wir sind Privatermittler, ehemaliger Bulle, der dann rausgeschmissen worden ist, deswegen weiß ich eigentlich gar nicht. Und auch hier habe ich genau das gleiche Problem, es ist 3 Wochen her, seit ich ihn gespielt habe. Und wir hatten irgendwas... Dieser Film dokumentiert die pikanten Abenteuer von Susan Webb. Na gut, Taschenlampe. Eine Waffe. Oder? Sean's Flasche Rye Whiskey. Rye, der stärkste Whisky, den man bekommen kann. Und auch der billigste. Nur eine irische Leber kann das Zeug verarbeiten. Gut. Nützt uns alles nichts, aber ich denke, wir haben doch da für $10 den Wagen irgendwie frei bekommen. Das ist John. Ja, dann sprech mal mit ihm. So. Dein Taxi wurde freigegeben. Du mein Taxi befreit? Ja, ich habe dein Taxi befreit. Du nicht lügen? Verdammt, dein Taxi wurde freigegeben und das hat mich 10 Mäuse gekostet. Also erzähl mir mal, was du am Hafen gesehen hast. Okay, okay. John fängt an, über den Typen mit der Knarre zu reden. Ich finde heraus, dass er hinter den Müllcontainern nicht viel von dem Gesicht erkennen konnte, das er noch kurz zuvor als abgrundtief hässlich bezeichnet hat. Der Typ machte nichts Ungewöhnliches. Er blickte ab und zu zum Taxi rüber, während er abwechselnd an seiner Zigarette zog und Sean verfluchte. Eine sehr stark riechende Zigarette, wie John versicherte. Ein bewaffneter Killer mit einem Faible für guten Tabak. Das ist wohl alles, was ich über den Typen rausfinden kann, der Sean auf dem Gewissen hat. Sicher nicht genug, um an seine Identität zu kommen. Interessant. Ich dir alles gesagt. Ich jetzt gehen? Nein, wir müssen erst noch wohin. Wir müssen? Warum ich mitkommen? Weil ich dein Taxi brauche. Ich nicht wollen sein, dein Taxifahrer. In dem Fall sollte ich der Polizei vielleicht eine Geschichte über einen Chinesen erzählen, der das Taxi eines Mexikaners fährt. Verdammt, das unfair. Willkommen in New York. Ich nicht verstehen, warum du wollen kommen zurück hier. Der bewaffnete Typ, der dich in der Nähe deines Taxis gesehen hat, suchte nach irgendwas. Vermutlich hat sein Kumpel mit dem schnellen rechten Haken die Nachbarschaft abgeklappert, während er sich an den Piers umgesehen hat. Als du wegranntest, muss er dich gesehen haben und dir gefolgt sein. Hat wohl gedacht, du hättest, wonach sie suchen. Die Ankunft der Polizei hat sie wohl vertrieben. Woraus ich schließe, dass sich das, wonach sie suchen, immer noch hier an den Docks befindet. Ja, eine okay. Geniale Kombinationsgabe. Viel Glück. Bis dann. Nur nicht so schnell. Du gehst nirgends hin. Ich habe 10 Mäuse gezahlt, um dein Taxi wiederzukriegen. Und da mein Auto immer noch in Harlem steht, habe ich beschlossen, dass du mein Fahrer sein wirst. Auf keinen Fall, Freund. Das vergessen. Wenn dir dein Taxi lieb ist, solltest du keine Schwierigkeiten machen. Wenn ich wiederkomme und feststelle, dass du weg bist, nehme ich die Karre auseinander. Verdammt! Okay, ich dein Fahrer sein. Aber bitte versprechen, dass du mir keine Schwierigkeiten machen. Wir sind hier in New York. Das ist die Hauptstadt der Schwierigkeiten. Gut, sehr schön. Hat er jetzt zu Ende gequakt. Das Boot hatten wir schon gesehen. Gibt's hier irgendwas Neues? Kisten, Fässer und sonstiger Müll. Was man halt so in einem Hafen erwartet. Ja, was haben wir hier? Ein Streifenwagen. Ah ja, okay, das heißt, da sind die Bullen ja auch noch hier. Und zwar Hagenau. Jawohl, Lieutenant Malone. Ich gebe sofort Bescheid, wenn sich jemand dem Hafen nähert. Definitiv. Zu Befehl. Over and out. Das hat mir gerade noch gefehlt, als wenn dieser Tag nicht schon beschissen genug wäre. Ich hätte auf meinen Alten hören sollen und seinen Marktstand betreiben. Bei Sonnenuntergang machst du den Laden zu und das war's dann. Ja. Tja,
Ich denke lieber nicht zu intensiv drüber nach. Okay, okay. Wir müssen also hier hinten wieder rein und... Sieht so aus, als hätte Malone keine Witze gemacht, als er sagte, dass er seine Jungs auf mich ansetzt. Solange der Typ da steht, kann ich nicht zu den Piers. Wie war denn das hier nochmal? Ah, okay, mit F1 waren die Hotspots, wobei ich nicht ganz sicher bin, was das hier oben für ein Hotspot sei. Kane in Smith Warehouse. Sieht so aus, als wären die schon länger nicht in Benutzung gewesen. Tja, was hatten wir vorne? Nix. Wähle eine Laufbahn bei der Polizei und finde Erfüllung. Seit wann zählt das Rumsitzen im Regen und die Bewachung eines verlassenen Hafens als Erfüllung? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ich muss eine Möglichkeit finden, den Beamten abzulenken. Tja, das ist auch, da ist mein Taxifahrer. Komm hier hinten? Nee, hinten kommen wir da auch nirgendwo hin, oder? Die Kisten hatten wir schon, das war Müll. Was sagt er jetzt hier? Gar nichts. Die Hangars und Lagerhallen ziehen sich über die nächsten 2 Meilen hin. Das kann ich nicht alles abklappern. Gut. Was haben wir hier? Tür? Eine Metalltür. Kann ich damit irgendwas machen? Aufmachen zum Beispiel? Geschlossen. Ah, klasse. So, kann ich hier mit irgendwas interagieren? Nichts, was sich lohnt aufzusammeln. Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Kann ich eigentlich mit der Kiste hier interagieren? Ich würde ihn ja wegfahren. Wenn ich das Auto aufkriege, könnte ich das Funkgerät benutzen. Ja und, wo ist das Problem? Was kriegen wir das auf? Wenn ich das Auto aufkriege, könnte ich das Funkgerät benutzen. Ach, Funkgerät will er, okay. Wir haben doch einen schönen Satz. Dietriche. Einen Streifenwagen aufbrechen? Ja, logisch. Warum nicht? Verlängern wir doch mal eben mein Vorstrafenregister. Ach Gott. Wie war das denn jetzt wieder? Oh. Da klickt ja gar nichts. Da klickt was. Da klickt was. Verdammt, das Schloss hat sich zurückgestellt. Ah, nee, oder? Jetzt muss ich von vorne anfangen. Oh, schön. Muss ich da erst ganz darüber gehen oder so? Eins. Zwei. Verdammt, das Schloss hat sich zurückgestellt. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Gehen wir gleich mal ganz rüber. Eins. Zwei. Verdammt, das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich weiß nicht, wie ich das... Jetzt muss ich von vorne anfangen. Hier klickt doch gar nichts. Das ist vielleicht eine Futzelarbeit.
So, und dann war der zweite Punkt da oben. So auf 11:30. Verdammt, das Schloss hat sich zurückgestellt. Jetzt muss ich von vorne anfangen. So, einen Versuch mache ich jetzt noch. Danach ist mir das wurscht egal. Eins. Zwei. Verdammt, oh! Das hat sich zurückgestellt. So, du machst jetzt auf, das Ding. Jetzt, wo es offen ist, sollte ich herausfinden, wie dieses Funkgerät funktioniert. Schön. Wenn ich das Funkgerät zum Laufen kriege, könnte ich so tun, als wäre ich bei der Polizei. Vielleicht kann ich sie irgendwie dazu bringen, den Hafen zu verlassen. Ja, super. Was mache ich denn jetzt hier? Ja, das hat man doch nachgeguckt. Und zwar, ja, das weiß ich doch nicht mehr. Eine von den Streifen war definitiv von denen, war am Hafen. Und ich denke, wir brauchen die Frequenz von denen. Und ich habe keine Ahnung, welche von den Streifen das war. Aber ich habe es mir aufgeschrieben. Finde ich jetzt den Zettel? Okay, mal ganz kurz Pause, dann schneide ich es raus. Ich guck mal gerade, ob ich diesen beschissenen Zettel finde. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Okay, mit ein bisschen Suche und einem kurzen Schnitz geht es weiter. Und zwar müsste es die 376 gewesen sein. 3, 7, 5, das da. Jetzt machen wir das Ding mal an. On. Hier Funkzentrale, bitte antworten. Da antwortet keiner, muss die falsche Frequenz sein. 3, 7, 6. Hier Funkzentrale, bitte antworten. Hier spricht Officer Glasser. Officer, wie ist die Lage am Hafen? Officer, wie ist die Lage am Hafen? Es regnet, es ist kalt und es liegt eine Leiche auf dem Pier. Und das Beste ist, dass wir die Leiche nicht mal bewegen können, solange die Spurensicherung noch nicht da war. Und wie immer nehmen die sich schön Zeit. Tja. Die hätten schon vor einer Stunde hier sein sollen. Ist die Leiche des Opfers immer noch auf dem Pier? Ja. Lieutenant Malone sagte, dass wir nichts anfassen sollen, solange diese Schnösel mit ihren Pinzetten und Handschuhen noch nicht da waren. Okay. Officer, Sie müssen zurück ins Hauptquartier. Officer, Sie müssen zurück ins Hauptquartier. Negativ. Können wir nicht. Wir können den Anleger nicht verlassen, solange die Spurensicherung noch nicht hier war. Officer, wir brauchen mehr Leute. Tut mir leid, aber wir haben direkte Order von Lieutenant Malone. Selbst wenn das Weiße Haus in die Luft fliegt, können wir hier nicht weg. Also zählt nicht auf mich, solange ihr mir nicht einen Job nach Funk anbieten könnt. Jetzt wird das blau. Officer, Sie müssen etwas tun. Officer, Sie müssen etwas tun. Um was geht's denn? So, oh Gott. Das ist ein Job. Folge dem Lord. Harte Truppe, was ist denn das? Das ist, Sie müssen das Binkel-Taxi-Unternehmen anfunken. Die vermissen einen Taxifahrer auf der Lower East Side. Soll das ein Witz sein? Nein, Officer. Wir haben einfach niemanden hier, der sich drum kümmern könnte. Scheiße. Ich muss nicht nur mit dem Regen mitten in einem aufgelassenen Hafen klarkommen, sondern soll auch noch einem vermutlich unterbezahlten Taxifahrer hinterherrennen, der einfach nur eine Auszeit nimmt, ohne Bescheid zu geben. Komm, lache nicht so viel. Tut mir leid, Officer. Schon gut. Over and out. So, nun?
Wachtmeister Glasser an Binkel Taxiunternehmen. Antworten Sie. Tag, ich rufe Sie wegen dem verschwundenen Taxifahrer an. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen. Gut, ich schätze, wir sollten hieraus einen Vorteil ziehen können. Carlos Galado. Wann haben Sie das letzte Mal von ihm gehört? Ist er früher schon mal verschwunden? Okay, das macht er von ganz alleine. Naja, jetzt sind wir erstmal hier durch. Ah, nee, oder? Wie ich vermutet habe, wimmelt der Hafen nur so von Bullen. Ich sollte lieber vorsichtig sein. Wenn auch nur einer der Beamten mich sieht, reicht das für Malone, mich für den Rest meines Lebens in den Knast zu stecken. Scheiße, wie kriegt denn die jetzt alle weg? Der guckt hier, der guckt noch da. Ich komme aber nur hier. Kann ich denn, wie soll ich die ablenken? Ich kann doch nichts werfen oder irgendwas. Scheiße. Wenn auch nur einer dieser Beamten mich sieht, verbringe ich den Rest meines Lebens hinter Gittern. Ja, das ist natürlich interessant. Aber wie bekomme ich die jetzt bitte sehr? Wenn ich weitergehe, könnte ich entdeckt werden. Und jetzt? Was denn das? Eine Schalltafel. Ah. Gut, dann können wir ja erstmal hier Licht ausmachen. Hey, was ist los? Der Strom scheint unterbrochen zu sein. Versuch mal, ob du wieder Saft auf die Leitung kriegst. Wie denn? Woher zum Geier soll ich das wissen? Sehe ich wie ein Elektriker aus? Lass dir das von Glasser erklären. Der hat den Strom angeschaltet, als wir hergekommen sind. Warum soll ausgerechnet ich das machen? Ja, nun, Weil ich keine Lust habe. Und da du neu bei der Truppe bist, machst du gefälligst, was ich dir sage. Aber... Hör auf, rumzustottern und such nach Glasser. Das ist aber nicht sehr freundlich von dir. Tja, stimmt schon. Die Welt ist schlecht. Jetzt tu mir den Gefallen und beeil dich. Dieser Ort ist so schon schlimm genug. Ohne Licht ist es hier direkt gruselig. Die mussten mir nicht nur einen Neuling aufs Auge drücken, sondern auch noch einen, der stottert. Wo bist du jetzt? Komm. Wenn auch nur einer dieser Beamten mich sieht, verbringe ich den Rest meines Lebens hinter Gittern. Ja gut, aber wie komme ich jetzt hier rüber, wenn der hier steht? Bleibt der hier stehen? Der geht nach vorne. So, der geht nach vorne, dann könnte ich... Habe ich Zeit hier rein. Jetzt geht er zurück. Jetzt geht der dahin. So, los. Okay, das war's nicht. Wie ich vermutet habe, wimmelt der, wenn auch nur... Ja, gut. Okay, die Nummer nochmal. Probieren wir es nochmal. Wo? Zack. Hey, was ist los? Der Strom scheint... Komm, bla. Weil ich keine... Hör auf, rumzu... Das ist aber... Tja, stimmt. Die mussten mir nicht nur einen Neuling aufs Auge drücken, sondern auch noch einen, der stottert. Die sollten die Standards bei der Truppe echt höher halten. Los, hier hin. So. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal. Er geht nach vorne, dann kann ich hier. Der hat mich gesehen. Wieso das denn? So, jetzt ist der da. Jetzt habe ich doch Zeit. Laufen. Jetzt kommt er erst zurück. War ich da zu schnell? Jetzt geht der weg. Jetzt geht der nach vorne. Der dreht sich um, kommt zurück. So. Jetzt geht der dahin.
Jetzt geht er dahin. Geht der nach vorne? Hey, nein! Wie sind Sie hier reingekommen? Hey! Ich muss noch warten, bis der wieder zurückgeht. Ja! Ach, okay. Wie ich vermutet bin, auch nur. Ja. Kiste auf, Strom aus. So. Fertig. Woher? Weil ich höre auch. Tja, stimmt schon. So, der geht. Sie mussten mir nicht nur einen Neuling aufs Auge drücken, sondern auch noch einen, der stottert. Die sollten die Standards bei der Truppe echt höher halten. So, jetzt komm. So, jetzt die ganze Nummer noch einmal. Jetzt steht der da hinten und der, so. Jetzt geht der nach vorne. Dann geht der nach vorne. So, und jetzt muss ich warten. Jetzt. Obacht! Sieht. Jetzt habe ich zwar irgendeinen Satz gerade überlesen, aber mir wurscht egal. Ich habe jetzt gedacht, dann springt mir gleich der nächste irgendwie hinterher. So, nu, wo bin ich denn jetzt? Eine der Kisten ist offen. Und damit interagieren. Puppen. Das also steckt in den meisten Kisten am Hafen. Hä? Ich habe gerade Besseres vor, als Spielzeug für Kleinkinder zusammenzubasteln. Könnt ihr irgendwas mitnehmen? Ja, nehme ich mit. Gut, dann nimm das mal mit. Ein Stück Draht kann immer dann am nützlichsten werden, wenn man es am wenigsten erwartet. So, kann ich noch irgendwas? Nee, hiermit kann ich leider nicht interagieren. Aber ich suche doch an sich. Die passen nicht in meinen Mantel. Ansonsten würde ich natürlich liebend gerne eine riesige Holzkiste durch New York schleppen. Das sind die typischen Dinge, die man braucht, um in der Großstadt Erfolg zu haben. Ja, bla bla, mach du. Sage mal, wo ist denn die Leiche hin? Die müsste doch hier irgendwo liegen. Oder habe ich die jetzt übersehen? Gucken wir erst nochmal. Nee, hier ist ja nichts mehr. Was ist das hier hinten? Nee, hier bin ich schon. Ja, bleibst du hier? Bleibst du hier? Bist du denn bescheuert? Nein! Was macht er denn hier? Ach doch, der Weg zur Leiche. Schau. Oh, ich hab schon gedacht, der läuft den direkt. Als wir uns gesehen haben, standen wir beide vor Gericht. Und du warst wegen der Zusammenarbeit mit der Valenti-Familie angeklagt. Man versuchte uns die Sache anzuhängen. Aber du hast behauptet, dass alles wahr wäre. Dass wir verbotene Waren für den Mafia-Boss Arturo Valenti transportiert hätten. Das falsche Geständnis brachte dir die Entlassung aus dem Polizeidienst ein. Aber du musstest nicht ins Gefängnis. Aber ich bestand auf meiner Unschuld. Und dafür wanderte ich direkt in den Knast. Und jetzt tauchst du wieder in meinem Leben auf und bringst mich in diesen Schlamassel. Gott allein weiß warum. Aber es tut mir nicht leid, dass du tot bist. Oh, alte Freunde. Mal sehen, ob ich etwas finden kann, das mich aus diesem Schlamassel wieder herausbringt. Ja, dann suche mal. Neben den 50 Piepen, die ich ohne Gewissensbisse an mich nehme, finde ich in Seans Taschen auch etwas anderes, Vertrautes. Ein Dort. Eines dieser kleinen irischen Hörner, die Sean immer bei sich hatte. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem er mir von ihnen erzählte. Okay. Das ist die dritte, Sean.
3 Verwarnungen in einer Woche. Ich könnte leicht einen neuen Rekord für die Abteilung aufstellen. Klar. Ich glaube, der Boss schreit gerade in seinem Büro herum, weil er nicht die passenden Girlanden für das freudige Ereignis finden kann. Das ist mir scheißegal, Jack. Eine Predigt, ein trauriges Gesicht und alles steht wieder auf Anfang. Ich glaube nicht, dass es das diesmal gewesen sein wird. Du hast einem Priester das Nasenbein gebrochen und für solche Sachen röstet uns die Presse gerne auf kleiner Flamme. Scheiß auf die Presse! Eine schwarze Robe gibt einem nicht das Recht, sich an einer 6-Jährigen zu vergreifen. Verdammt, Jack! 6 Jahre alt! Nur 6 Jahre! Seine Soutane hätte ihn nicht vor dem Knast bewahrt. Vielleicht hast du recht. Ich habe überreagiert. Aber das Mädchen war im gleichen Alter wie meine Schwester, als sie verschwand. Ich werde mir niemals verzeihen, dass ich sie nicht beschützt habe, als sie es am dringendsten benötigt hätte. Deshalb habe ich immer diese Hörner dabei. Das sind Dorts, alte irische Hörner. Mein Großvater hat mir 1 gegeben und 1 meiner Schwester, bevor wir Dublin verließen. Das ist das Einzige, was mir von ihr geblieben ist. Die Geschichte hast du mir noch nie erzählt. Ich hatte nie einen Grund dazu, Jack. Er hatte immer 2 Dorts mit sich. Aber ich habe hier nur einen gefunden. Ich frage mich, wo der andere ist. Ich sollte genauer darüber nachdenken. Tja. Seans Glückbringer? Folge den Lords. Blondine im Hafen. Das ergibt keinen Sinn. Andersrum? Das ergibt keinen Sinn. Seans Glückbringer. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Der Anrufer sagte, ich solle dem Dort folgen, nicht dem Lord. Das muss also Sean am anderen Ende der Leitung gewesen sein. Aha. Er wusste, dass seine Zeit abgelaufen war. Und rief mich an, damit ich als Erster kommen und finden würde, was er hier an den Docks versteckt hat. Und dieses Signalhorn muss der Schlüssel sein, um es zu finden. Es ist ein Dort, eines der irischen Signalhörner, die Sean immer bei sich trägt. Gut, kann ich das irgendwie... Nee, kann ich auch nichts anfangen. Gut, momentan. Sean, ich kann leider wirklich nicht um dich trauern. Gut, ich sehe auch, dass die Zeit für diesmal rum ist. Da machen wir uns Gedanken beim nächsten Mal, was wir mit diesem komischen Signalhorn anfangen sollen. Und wir konnten ja noch. Der Name des Schiffes ist praktisch nicht mehr zu erkennen. Ja gut, das hilft mir jetzt nicht. Der Name des Schiffes ist praktisch nicht mehr zu erkennen. Der Name... Ja, gut. So, dann gehen wir mal hier hinten. Weil da konnten wir noch hingehen. So. Irgendwas hatten wir ja noch gefunden mit dem Draht. Vielleicht kommen wir hier noch in die Tür rein. Der Zugang zur Werft. Ja, da nehme ich mal an, dass wir eventuellerweise hier reinkommen das nächste Mal. Aber das erst bei mir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Mit einigen leichten Problemen haben wir es endlich geschafft, die ganzen Polizisten dann doch zu überwinden. Und konnten auch zur Leiche zurück. Doch was sollen diese komischen irischen Hörner bedeuten? Vor allen Dingen, was macht man damit? Jemanden herbeilocken? Wozu hatte Sean 2 davon dabei? 1 hätte doch auch ausgereicht. Und was werden wir hier noch finden? Was hat Sean eigentlich gesucht? Oder was will er uns sagen? Diese und weitere Fragen werden erst in der nächsten Folge beantwortet, hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!